Herzlich willkommen auf dem Kanal von Messmer Multimedia. Soweit das Auge reicht. Alle Parkplätze rund um den Festplatz und alle Nebenstraßen waren belegt. Und wenn am Eingang so herzlich eingeladen wird, muss ein volles, aber auch wichtiges Jubiläum anstehen. Das ist ein wichtiges Jubiläum, weil das Kristallweiße tatsächlich bis zum heutigen Tag unsere wichtigste Biersorte ist. Und insofern natürlich für uns was ausgesprochen Wichtiges. Damit ein Fest gelingt, braucht es eine gute Organisation und diese war einfach perfekt. Nach langen Vorbereitungen freuen wir uns wahnsinnig jetzt auf die 100 Jahre Farme Kristallweizen anzustoßen. Zum Wohl! Der Auftakt zur Eröffnung des Festwochenendes bei der Brauerei Farni war ein Festakt mit geladenen Gästen. Um die 800 Gäste erwarten wir und das ist rund um Informationen über die Geschichte der Brauerei Farni, über die Geschichte des Kristallweizens. Dann kann es losgehen, oder? Jetzt sieht es gut aus, läuft und ich denke, es wird ein wunderbares Fest. Der Einstieg ist ja schon gut. So haben wir uns das vorgestellt. Grandios, sensationell. Man muss ja wissen, wir haben in früheren Jahren in der Halle, in der Festhalle daneben gefestet. Jetzt haben wir zum ersten Mal ein Festzelt. Und wir waren nicht ganz sicher, wie es wird, aber wir finden es großartig. Und es ist einfach gemütlich und es ist doch schön. Guck mal, da lacht er unter das Herz. Da magst du am liebsten was nachhocken und ein Bier trinken und dir gut gehen lassen. Und genau das haben alle Gäste genossen. Im wahrsten Sinne des Wortes, es hat einfach an nichts gefehlt. Und wenn man als Garant für ein Fest der superlative Moderator Manfred Erle gewinnen kann, hat der Veranstalter das Große losgezogen. Ich bin kein Mitarbeiter der Farni Brauerei und ja, ich bin ein begeisterter Biertrinker. So viel darf schon verraten sein und ich glaube, man sieht es auch wirklich. Einfach zu einer Farni-Zeitreise lud Dr. Jörg Leist die geladenen Gäste ein. Und Geschäftsführer Elmar Bentele zeigt in Bildern den Werdegang vom Jubiläumsbier. Darauf folgte, worauf alle mit Spannung gewartet hatten, der Fassanstieg. Dann mit uns. Jetzt wird's spannend, ja. Jetzt kommt der große Schlag. Ja, das sieht gut aus. Elmar Bentele hat das Fass angeschossen. Im Anschluss daran folgten kurzweilige Grußworte, die so manch Neues aufdeckten. Und das so innovativ das gemacht haben vor 100 Jahren. Ich habe natürlich gefragt, ob ich auf diesem Geburtstag 100 Jahre Kristallweizen, ob ich da als Landrat heute Abend eigentlich am richtigen Platz bin. Der Oskar Farni hat ja gesagt, in vino veritas, im Farnibier schmeckt auch was. Meine Lebenserfahrung ist, Qualität setzt sich durch. Dass Elmar Bentele neben seiner vorderen Tätigkeit als Geschäftsführer der Brauerei Farni sich ehrenamtlich seit vielen Jahren sowohl als Vizepräsident des Verbandes Privater Brauerei in Deutschland als auch als Vizepräsident der privaten Brauerei in Baden-Württemberg zu engagieren, darf an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben. Der tolle Imagefilm zeigt ja einmal mehr, dass die Brauerei Farni stolz auf ihre Firmengeschichte, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein darf, was auch die sehr gelungene Uraufführung des Theaterstückes zeigte. Glaspokale mit kristallklares Weizen auf die Biene. Und wenn der eigens zum Jubiläum komponierte Marsch gespielt wird, kann der Festtag nicht schöner ausklingen. Feiern wir mit Farni Bier aus unserem Heimatland. Und meine Damen und Herren, darauf freuen wir uns jetzt alle und feiern kräftig und stoßen auf dieses Jubiläum nochmal an. Ich wünsche Ihnen dazu schöne Begegnungen hier auf dem Dürren.
Am Freitag war der Tag der Blasmusik, wo vier Kapellen mit und gegeneinander angetreten sind. Das Schönste für alle war aber, gemeinsam den Jubiläumsmarsch zu spielen. Der neue Farni-Brauereimarsch, zu dem wir ganz, ganz herzlich gratulieren. Am Samstag heizte die Band Altenkracher das Festzelt bei grandioser Stimmung ein. Aber das war noch nicht alles, meinte Geschäftsführer Elmar Bentele. Und am Sonntag Tag der offenen Tür bei laufendem Betrieb, also rundum für alle was dabei. Rundum für alle was dabei, so wie an allen Tagen ein vollgefülltes Festzelt. Und wann hat man schon die Möglichkeit, eine Brauerei bei laufendem Betrieb zu sehen? Natürlich beim Jubiläum des Farni Kristallweizens. Ein Jubiläumsfestwochenende, 100 Jahre Farni Kristallweizen. Ein grandioses Fest der Superlative für Jung und Alt, für Groß und Klein. Und wie würden die Festtage erlebt? Wie war es für die Hopfenkönigin aus Tettnang? Es war ein wunderschöner Abend mit interessanten Reden von der Geschichte von Farni. Überall ein bisschen die Zukunft und einfach die Entstehung vom Kristallweizen. Und wir haben ja heute Abend im Imagefilm gehört, das Farni-Bier wird ausschließlich mit Tettnanger Hopfen gebraut. Wir sind sehr zufrieden. Das Zelt war warm, das war unser Bedenken. Es waren viele Leute da, die haben auch geheizt. Die Stimmung war super. Ich denke, es hat nichts gefällt. Der Abend war super. Programm war schön, Technik hat alles passt. Es war eine geniale Geschichte heute. Die Brauerei Farni, was sie auf Tisch stellt, das macht echt Laune. Es hat Spaß gemacht, ein richtig tolles Fest haben sie abgezogen. Es war ein tolles Programm, es waren tolle Künstler, Grußwortredner, es war einfach alles dabei. Und weil es einfach ein gutes Publikum war. Und was heute Abend ganz besonders toll war, das war einfach die Tontechnik. In so einem großen Zelt ist das nicht einfach. Und da hat man mit Soundtech eine wunderbare Gesellschaft, die das ganz toll gemacht hat. Natürlich wichtig war heute Abend auch die Live-Bildübertragung, die der Berthold Mesmer gemacht hat. Das war einfach auch etwas, das nicht fehlen darf bei so einer großen Veranstaltung. Nicht fehlen dürfen da natürlich die guten Wünsche für die Zukunft. Ich wünsche mir einfach, dass sie das Bier weiterhin so toll produzieren und dass einfach der Bierzuwachs immer größer wird. Ich wünsche dem Farni Kristallweizen und allen Farni Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, dass sie weiterhin so wunderbares Bier produzieren können und dürfen und dass das vom Publikum so sehr gemocht wird. Und nach so einem grandiosen Festwochenende darf einer gerne ins Schwärmen kommen. Alles, was wir uns irgendwo vorgenommen haben, insbesondere, dass wir die Menschen natürlich erreichen wollten, dass wir sie unterhalten wollten, hat funktioniert. Wir haben es rund gestaltet aus meiner Sicht und ich habe ganz, ganz viel positive Resonanz gekriegt. Was will man mehr? Und treffender konnte der Schlusssatz zum 100-jährigen Farni Kristallweizen Jubiläum nicht sein. Wunderschöner Abend. Vor allem vielseitig von alles, was oben. Und Farni bleibt halt Farni, kein Mann, aber nicht.